von der Damen Eva Wagner in 42 Minuten 3 Sekunden, also nur eine Sekunde schneller. Auch ein ganz knapper Zieleinlauf. Und es war eine knappe Entscheidung bei den Damen zwischen der dritten, der zweiten und der ersten, denn die schnellste war wiederum nur eine Sekunde schneller als die zweite. It was a very close race indeed. A gap of 1 second only between third and second and first respectively. And we welcome from Italy, winning this division, Francesca Lollobrigida in 42.02, 42.02. Herzlichen Dank fürs Mitmachen, fürs Finishen und fürs Ehren. So, damit kommen wir zum Harley Inline Skating zur Landesmeisterschaft. Nein, und Nein, noch die Herren. Oh, Entschuldigung, würde ich versäumen. Sorry, kommen wir wieder rein. Macht nichts, kein Problem. Also, Harley Inline Halbmarathon der Herren. Mains Division Harley Inline Half Marathon. Ladies and Gentlemen, einmal Frankreich, zweimal Österreich. France and two times Austria on the rostrum. Auf Platz 3 aus Frankreich Mathieu Grandgirard. In 33,55 hat er die Halbmarathon-Distanz absolviert. Good for third place from France. Aus Österreich auf Platz 2 Martin Thaler in 33 Minuten 5 Sekunden. Und aus ebenfalls Österreich kommt der Sieger bei den Harley Inlinern, bei den Männern über die Halbmarathonstrecke in 32 Minuten 59 Sekunden. Begrüßen wir hier oben auf der Bühne Jakob Ulreich. Does it feel the same when she calls your name? So, liebes Publikum, vielleicht bringen wir alle gemeinsam noch einen tollen Applaus für eure Handbike-Sieger, für die Gewinner des Harley Inline Skating Halbmarathons zusammen. Dankeschön. Und wir begrüßen ganz speziell jetzt den Hans-Jürgen Lindinger, den Vizepräsidenten des Oberösterreichischen Radsportverbandes hier auf der Bühne. Was hat er mit? Er hat hier die Medaillen mit, denn es geht jetzt um die Landesmeisterschaft, auch hier eine eigene Wertung. Und an und für sich der Manfred Auinger, der hätte euch das auch übergeben können. Das geht nicht, der steht nämlich sogar auf dem Podest. Das heißt, ihr seid alle miteinander heute schwer aktiv gewesen. Genau, ich war sogar selber im Einsatz, aber im Gegensatz zum Manfred hat es zum Podestplatz nicht gereicht. Manfred werden wir dann nochmal sehen. Aber doch, du bist der Einzige, der noch Kraft hat, dass er die ganzen Medaillen hält. Hätte ja auch sein können. Also wir sagen mal herzlichen Dank, nämlich einerseits für eure Unterstützung und dann für die tollen Leistungen, die ihr immer zeigt. Wie es ausgegangen ist, das weiß der andere Richter genau. Geht wieder. So, ich habe es versehentlich ausgeschaltet, Sepp. Ich wollte mal gucken, ob du noch aufmerksam zuhörst, was der Wolfgang und ich so plaudern. So, wir haben jetzt die Intersport Eibel Viertelmarathon-Wertung oder bleiben wir bei der Landesmeisterschaft? Okay, gut, alles klar. Landesmeisterschaft Inline Skating Damen. So, we're going to the Regional Championships of Upper Austria, ladies and gentlemen, Inline Skating Women. Dritter Platz geht an Katharina Sick in 45 Minuten 12 Sekunden. Herzlichen Glückwunsch! Juhu!
Sie startet für den ISC Linz. Genauso wie die zweitplatzierte Sabrina Rosenmeier in 44 Minuten 57 Sekunden. ISC steht logisch für Inline Skating Club, meine Damen und Herren. Rang 1, sie kommt ebenfalls vom ISC Linz. Wer sagt's denn? Und ihre Siegerzeit und damit neue Landesmeisterin 2009. 42 Minuten, 11 Sekunden ihre Zeit. Monika Sick, ihr Name. Herzlichen Glückwunsch. Herzliches Dankeschön für die Fotos, für das strahlende Siegerlächeln. Und damit schauen wir zu den Männern. Die Damen rücken noch mal ein bisschen enger zusammen. Jawohl, Fotografen freuen sich. Und ich hoffe, Sie, liebes Publikum, haben auch für die Damen einen tollen Applaus über. Dankeschön. Ja. Damit also Landesmeisterschaften Inline-Skating bei den Herren. Same Division, Men's Category, Ladies and Gentlemen. Hannes Ahörndl ist der Bronzemann in 34,42 im Ziel. Er startet für den ISC OÖ, also Oberösterreich. Rang 2 bei den Männern Manfred Auinger vom ISC Linz in 33 Minuten 58 Sekunden. Der Manfred hat noch gar keine Zeit gehabt, seine Inline-Skates abzuschnallen. Mal gucken, was der Sieger macht. Und der neue Landesmeister, ebenfalls vom ISC Oberösterreich, hat eine neue Zeit oder hat eine Siegerzeit heute erzielt von 33,56, war also nur 2 Sekunden schneller als der Manfred. Und er heißt Tom Kreher, neuer Landesmeister in Oberösterreich. Mit Inline-Skates an den Füßen. Nach den Strahle-Frauen, also die Strahle-Männer, die strahlen hier um die Wette, Wolfgang. Schöner Anblick. Ja, klar doch. Und das mit einem Affentempo, wo wir unterwegs sind. Jetzt müssen wir es an.